Liebe Freunde, es ist mal wieder soweit. Ein Vlog. Und diesmal mit Chris, der nicht hier ist, weil Chris jetzt nicht mehr hier wohnt. Aber Chris wird trotzdem dabei sein. Chris. Naja, auf jeden Fall fahren wir morgen nach Berlin. Bock. Es hat tatsächlich sogar einen Club offen, da gehen wir rein. Vielleicht habe ich sogar ein bisschen Film. Ich muss jetzt meine Tasche packen. Morgen um 12 Uhr geht's los. Ich freue mich. Es ist Tag 1. Der muss sich so dumm aus in dieser. Es ist Tag 1. Tag 1 von Berlin. Mein Intro ist immer so wack, weil ich immer so mein Handy in der Hand halte. Wie so ein Warum ist das gerade angegangen? Wie so ein professioneller Vlogger. Naja, auf jeden Fall. Fahre ich jetzt in circa 30 Minuten los. Dann geht's erstmal Richtung Kölner Hauptbahnhof. Dann habe ich noch ein bisschen Zeit, hopefully. Weil es ist ja Karneval, deswegen fahre ich lieber ein bisschen früher los. Und dann kommt auch schon um kurz vor 12 mein ICE nach Berlin. Und dann chill ich 4 Stunden in diesem ICE alleine. Der Chris, der ist schon fast in Berlin, weil der was früher dahin muss, weil der nämlich seinen Mietvertrag unterschreiben muss. Ich trinke jetzt meinen Kaffee. Frühstücke und dann geht's los. Ich habe den Chris gefunden. Und wir dürfen nur in der Bahn halt so eine Maske tragen. Keine OP-Maske, weil Berlin ist nämlich nicht so cool wie NRW. Also eigentlich schon. Aber das nervt schon. Ich habe mittlerweile ein Ticket gefunden, ich muss meine Maske nicht so aufsetzen, dann schickt mir die Brille nicht. Der Chris ist blind und mir sticht das die ganze Zeit ins Auge, also bin ich auch blind. Ja. Keine Fleiche. Ja, wir fahren jetzt zu unserem Hotel. Das wird geil. Wir zeigen euch gleich ein bisschen Berlin. So, wir sind im Hotel angekommen und wir machen uns jetzt schon ein bisschen Party-ready. Hallo! Weil wir nämlich heute in den Club gehen. Moin, Freunde! Ich zeige euch jetzt ein bisschen das Zimmer. Wir haben einen Selfie-Stick. Hallo! Wir sind in 2014 angelangt, weil wir haben jetzt einen Selfie-Stick dabei. Ja, hier ist unser Zimmer. Hier, das ist wahrscheinlich Chris' Seite, weil die ist komplett müllig. Und ich hab mir auch gesagt so, ich werde dich mal einnehmen, weil ich habe gar keinen Bock. Wenn ich nachher nach Hause komme, mich da hinzulegen, dann muss ich da rum oder erst dann rüber, dann ich möchte mich da hinlegen und fertig ist. Ja, der Chris und ich haben nämlich ein Doppelbett. Hier ist unsere Aussicht. Meine Matratze noch auf den Boden werfen. Wir haben sogar keinen Bock dazu noch. Unsere Nachbarn sind übrigens super sympathisch. Die hören, ich glaube... Mucke. Auf jeden Fall, wie heißt das schon? Nicht Hands Up, sondern diesen Capital Bra Gedöns. Nur das Schlechte. Hands Up. Mit den Capital Schlechten. Bra. Hier, Disco. Wie heißt das nochmal? Haus? Nee, nicht Haus. Auskamera. Capital aus. Bra. Das ist Deutsch. Cut. Also hier ist unser Badezimmer. Klein, aber fein. So klein wie der Chris. Also Chris sein. Chris sein. Ja, hier ist unsere Dusche. Wir haben sogar gratis Shampoo und gratis Handdings. Guck mal, wie billig dieser Selfie-Stick ist. Weil ich meinen teuren nicht mitnehmen wollte, weil ich Angst habe. Ich traue niemanden. That's my final look for today. Also eigentlich nicht, weil ich noch Wimpern aufkleben muss. Hier hat irgendjemand ein bisschen kacke. Das ist nicht mein final look für heute. Ja, wir gehen jetzt gleich noch fett essen. Ja, wir zelebrieren, weil ich heute meinen Mietvertrag unterschrieben habe. Ja, der Christian hat seinen Mietvertrag unterschrieben. Ja. Ich trage heute einen Rock. Wow. Gucken, ich glaube, heute werden wir nicht so mega viel filmen. Dafür morgen umso mehr, weil morgen machen wir so sightseeing. Morgen ist Touri-Tag. Yeah. Tschüss. Tschüss. Touri-Tag. Ey, wir sind fertig. Hallo, Jungs. Ich habe jetzt Lashes. Ich auch. Okay, wir gehen jetzt. Los. Boah, Schusskarte. Okay, tschüss. Perfekt, super. Bist du zufrieden mit deiner Aussage? Du kannst dich auch wirklich ändern, jetzt kann ich machen. Kannst du dich ändern? Ja, soll ich die ändern? Weiß ich nicht. Sollen wir die ändern? Chris hat sich eine Frage gestellt. Ja, sollst du. Ich hab gewackelt mit der Kamera. Wie wir ändern. Drei Kreuz. Ja, der hört dich auch nicht. Genau wie du die drei Kreuz tatsächlich schüttelst. Aber so ein Herz, willst du so ein Herz oder willst du eine neue Karte kriegen? Ist auch okay. Dann guckst du an, jetzt hier. Was? Bist du zufrieden mit deiner Aussage? Sind wir zufrieden? Ich schreibe mal auf die Karte. Hast du eine gute Vorstellung? Du musst deine Hand einmal ausstrecken. Kannst du die Karte einmal reinschieben? Mal die Hand ausstrecken. Und die andere Hand über den Zimmer. Wenn ich jetzt auf die Finger schütte, deine Karte jetzt oben, ist das ja toll, oder? Das wäre aber auch ein bisschen einfach, oder? Ja. Das wäre schon krass. Aber es ist nicht deine Karte. Wenn ich jetzt so mache, färbt sich deine Karte blau. Mal so halten. Hey, was machst du denn da? Du warst gerade eben auch nicht deine Karte, richtig?
Du spielst noch alle Karten? Ja. Du hast ja gerade gesehen, dass wenn ich so mache, kommt Rauch raus, ne? Mhm. Wenn ich jetzt nicht so mache, kommt zwar kein Rauch raus, aber... Dann werden alle Karten tatsächlich durchsichtig. Du kriegst aus einer Karte übrig geblieben. The fuck ist da gerade passiert? Weißt du, was das Lustigste daran ist? Und geh mal besser gleich. Wir sind jetzt fertig mit Essen, Zaubershow. Wir wurden richtig bezaubert heute von Sora. Bezaubert von Sora. Wir fahren jetzt zur Luna. Nein, wir gehen nicht auf den Mond. Ja, wir gehen jetzt. Oh, ich bin so verschwitzt jetzt. Ja, wir waren jetzt im Club, wir haben aber erst 2 Uhr. Ja. Aber wir wollen morgen früh raus und noch viel erleben. Deswegen haben wir uns entschieden, dass wir jetzt schon gehen und vielleicht morgen Abend noch was Nices machen. Es ist halt einfach wesentlich cooler, wenn man einfach so eine Sache mitnimmt, Spaß hat, aber dann andere Sachen auch mitnimmt. Ja, ich meine, ja, das, es war geil. Noch erlebt. Also Club ist auf jeden Fall nice. Okay. Leider nur ein Raum, weshalb es halt schnell eintönig wurde, aber nice. So, wir sind jetzt im Hotel. Chris hat gerade Liegestütze gemacht. Dieser Fernseher hat einfach kein Comedy Central, also gucken wir jetzt diesen ganz alten Batman-Film. Wir haben jetzt 3.30 Uhr. Wir versuchen jetzt zu schlafen. Hallo! Guten Morgen, YouTube! Guten Morgen! Das ist Part 2, ne? Part 2 und Cut. Ja, wir stehen jetzt ready. Ich hab das schmierige Shampoo benutzt, ich glaube, da wird reingewichst. Wir gehen jetzt ein bisschen Sightseeing. Also wir hatten geplant, uns mal das Berghain anzuschauen von außen. Brandenburger Tor gucken. Heute ist ein richtiger Touri-Tag. Bahnhof Zoo gucken. Der wird ein wilder Tag. Aber okay. Erstmal gehen wir was essen, weil wir haben nämlich beide voll Hunger. Ja, Chris hat Kontaktlinsen drin. Das ist crazy, das fühlt sich auch gut. Ich sehe das auch nicht. Voll krass. Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall los. Und laufen so ein bisschen mit einem Selfie-Stick wie so ein Touri halt rum. Was halt lustig ist, weil wir sind ja legit Touris, aber halt eigentlich auch nicht, weil wir sind halt trotzdem Leute aus Deutschland so. Ja, und ich wohne deswegen sind wir halt, und der Chris zieht ja hier hin. Ich bin Pre-Touri. Und deswegen ist das halt so, sind wir eigentlich Touris oder sind wir einfach nur in Berlin? Ich glaube, wir sind einfach nur in Berlin. Schreibt in die Kommentare. Kuss. Oh. Ampel. Boah, scheiße, ich habe gar nicht aufgenommen. Das, guck mal, wow. Wow. Eine Ampel von Berlin und Kaffee und wir sind schlechte Menschen. Weil ein Weg. Wow, Berghain. Wow. Wow. Chris, was sagst du dazu? Schön. Wow. Das ist wirklich groß. Wir gucken mal, ob wir da noch irgendwie näher rankommen. Hier ist eine Handyhülle. Ja, wow. Ist das das berüchtigte Berghain? Ist das die härteste Tür Deutschlands? Lass mal hier einen Koalativsticker hinkleben. Das ist die härteste Tür Deutschlands. Gar nicht so hart aus auf den ersten Blick. Die sieht echt nicht so hart aus. Da oben ist auch alles zugestickert. Wow. Das ist so heftig. Diese Handy-Abklebsticke. Ja, geil. Was ist das denn, Alter? Das Berghain. Einfach das Berghain. Ja, das war cool. Nächstes Mal gehen wir auch rein. Nächstes Mal gehen wir auch rein, würde ich sagen. Komplett zugestickert. Wow. Wow. Sieht aus, als würde Konfetti sein. Mhm. Ich habe auch erst gedacht, dass da Konfetti klebt, aber warum sollte Konfetti an der Wand kleben? Ja, mega. Haben wir gar nicht. Da ist die Mercedes-Benz Arena. Ja, sind jetzt locker einen Kilometer in eine Richtung gegangen, nur dafür, dass da eine Baustelle ist und wir da nicht durchkommen. Ja. Safe nicht. Das ist gar nicht. Da ist die Eastside Mall, die Mercedes-Benz Arena. Wir sind halt ein bisschen los. Alter. Dann wieder zurück. Aha. Yay. Ja. Wir sagen, Berlin ballert. Berlin cool. Ballert, ja. Haben wir das schon erzählt? Ja, aber ihr habt es ja schon gesehen, dass wir bezaubert wurden. Aber wir waren in diesem Restaurant, die haben uns einfach so Nachos gebracht. Und dann fällt uns auf, yo, da ist ja einfach Fleisch drin. Guten Fleisch in Nachos. Gute. Oh. Und dann waren wir so, warum ist da Fleisch drin? Und er so, oh. Und dann haben wir halt ganz viel Trinken aufs Haus, neue Nachos. Oh, die Nachos gab es auch auf Haus. Das war jetzt schon wild. Getanzt, ich hab gestampft. Gruß an Ente, wenn du das guckst. Ne? Voll auf sie mal fragen. Ja, stimmt. Wir müssen uns heute noch mit Domi treffen. Morgen treffen wir uns mit der guten Rebecca. Mag ich euch auch.
und ihrer Freundin, der Laura, die rakete ich auch. Gibst du mich auch? Dich sowieso. Ich will auf jeden Fall Kaffee bitte trinken, weil die geben mir den größten Kaffee-Vibe. Ja, wir gehen auf jeden Fall Kaffee trinken. Bei der Metro sind wir. Hey, Metro. Okay, wir haben eine kleine Planänderung. Wir gehen jetzt doch nicht in die Gärten, wir gehen morgen in die Gärten. Dafür machen wir ein bisschen Sightseeing hier. Wir sind gerade beim Suicide Club und dann kriegst du das jetzt hier testen. Ja, hier ist, also der hieß wohl mal Suicide Circus, jetzt heißt der Club. Oder andersrum. Street Art halt. Der Chris ohne Brille sieht so böse aus. So, wir sind jetzt am KitKat. Hallo. Also wir standen das letzte Mal, siehst du das Gebäude da, wo ich hingucke, Chris? Da, bei, da wo das erste Auto ist, da standen wir an. Ja. Und dann mussten wir hier komplett rum. Wow. Brandenburger Tor. Schön. Der lebt einfach. Oh. Oh, Baby! Ja, hier war der Sound mal wohl, laut Google. Aber hier ist nichts mehr, also gar nichts mehr. Ein Stück Geschichte ausradiert. Hallo, wir sind jetzt am Bahnhof Zoo. Hier vermuten wir, standen die Girls im guten Film von Christiane F. und haben sich angeboten. Schön gesagt. Ne? Wird jetzt nicht innerhalb des Bahnhofs filmen, weil der wird eh restauriert. Der sieht auch anders aus. Ich glaube, hier ist eh Toilette. Wir gucken jetzt, ob wir noch diese Toiletten finden, wo das dann damals passiert ist. Aber vielleicht klebt die auch aussah. Ja, ja, genau. Aber ich sag mal, wir gucken mal. Vielleicht finden wir noch was. Charlottenburg. Charlottenburg. Also in den Zoo selber gehen wir nicht, weil wir unterstützen natürlich sowas nicht. Okay. Weil das nicht gut war. Ich bin auch, Chris ist gerade in Pipi getreten. Ich bin ja auch mal in Pipi getreten in Köln. Kaka musst du gegeben. Nee, ich bin nicht in Kaka getreten. Kaka war daneben, ich bin Pipi getreten. Okay, ich dachte immer, du bist auch in Kaka getreten. Okay, wir haben eine Ecke gefunden, wo wir ein bisschen filmen konnten. Also wir beurteilen, dass das halt vielleicht die Toiletten sein könnten, dann damals. Ich habe auch keine Ahnung, vielleicht existiert sie vorhin nicht. Ich möchte die ganze Zeit meine Brille richten, aber ich habe gar keine Brille auf. Ja, vielleicht wisst ihr es ja. Auf Schrödingers Toilette. Schrödingers Toilette. Wow, wir haben Tidobi gefunden. Wow, wow. Sind jetzt am Alexanderplatz. Ja, crazy. Again. Wir waren ja gestern Abend noch hier. Kokose. Hallo Tidobi. Sag hallo YouTube. Hallo YouTube. Hallo YouTube. Witchboy. Nicht zu verwechseln mit einem Witchboy. Hier ist ein total abgehobener TK Maxx. Ich weiß gar nicht, was die Scheiße soll. Hier ist ein total abgehobener Bahnhof. Aber wir sind da und wir gehen jetzt zum Fernsehturm. Ich will da nicht rein. Ich will, nee, das ist zu hoch. Christi, die hohe Zeit ist vorbei. Wolfi, die Tauben, Marktauben. Ja, ich würde gerne, wir gucken einfach mal. Es ist ja Tanzverbot und wir waren da einfach am Tanzen. Oh, ich kann den gar nicht berühren. Fick auf Berlin. Wow. Scheiße, ich habe getroffen. Wow. Der berüchtigte Neptunbrunnen, im Hintergrund die St. Marienkirche. Wow. Wow. Der Wahnsinn. Einfach kleine Kinder auf dem Ding drauf. Oh. Kaffee. Warum siehst du so dumm aus in meiner Kamera? Ich? Aber. Irgendwie hat die so einen komischen Beauty-Filter drin. Ach nein, das bist ja du. Ja. Das ist einfach nur Bilder von Essen. Dass es überhaupt möglich ist, sich irgendwas so tief reinzuschieben. What the fuck, wie fühlt mir eine Schildkröte in die Papierschwolle, eine Plastikschwolle in der Nase? Genauso, und dann ist es einfach so gezogen. Boah, das ist wirklich. Na, hi. Hallo. Wir sind jetzt gerade kurz ein Chill-Break im Hotel. Ja, auf jeden Fall. Ach, wir haben gerade Essen. Das war richtig lecker. Wir sind auch ein bisschen am Arsch jeden Tag. Wir sind einfach ein bisschen am Arsch. Wir waren noch mit zwei Leuten da. Wir müssen jetzt einfach erstmal noch mal ein bisschen chillen. Und dann gehen wir gleich noch mal irgendwo hin. Wenn man so viel anguckt, meine Augen schon sehen. Ich fühle mich gut dabei, wieder drin zu sein. Hallo. Jetzt einen Nap gemacht von einer Stunde. Good morning. Echt fertig, also obwohl wir heute Morgen Kaffee getrunken haben, einen Red Bull und noch einen Kaffee heute Nachmittag. Ist immer noch von müde. Der Nap hat jetzt auch weniger gut getan als erhofft. Das ist anstrengend. Das ist anstrengend. Das ist okay, das ist anstrengend. Aber wir gehen jetzt trotzdem mal raus und gucken mal, was abgeht. Und ansonsten geht's morgen mit Rebecca und Laura in die Gärten der Welt. Wow.
So, wir wollten jetzt eigentlich noch in die Stadt, auf eine Bar gehen oder so, oder? Was essen. Wir sind jetzt zum Alexanderplatz gefahren, aber irgendwie das Einzige, was da war, hatte eine Riesenschlange. Aber wir sind da noch ein bisschen kaputt. Mein Oberschenkel tut voll weh, der ist voll am Brennen irgendwie. Ja, und deswegen haben wir uns jetzt entschlossen, jetzt 10 Uhr, dass wir einfach jetzt einen gemütlichen Samstagabend machen, noch im Hotel, chillen und ein bisschen labern. Und dann morgen früh aufstehen und dann uns fertig machen und dann verschwinden. Dann treffen wir uns dann endlich mit den Girls. Deswegen haben wir uns jetzt Fritz Limo gegönnt, ein paar Pommes und Chips. Freude, Butter. Ja. Tschüss. Hallo. Guten Morgen. Es ist Tag 3. Tag 3. Fertig gemacht. Unseren Scheiß fast zusammengepackt. Jetzt zieh ich erstmal aufs Klo. Ja. Chris geht jetzt richtig fett scheißen. Ich vermisse Pix. Und wenn ich Pix sehe, dann kann ich ihn nicht mehr sehen, weil Pix so anstrengend ist. Naja. Das passiert übrigens, wenn wir in einem Hotel sind und uns waschen. Wir haben Paintball gespielt. Einfach nicht smart. Weiße Handtücher bereitzustellen in einem Hotel. Anyone can travel. Hat der Fernseher die ganze Zeit schon ausgesteckt? Ja, hab ich gestern Abend gemacht, wenn ich kann mich nicht übernommen. Du meintest gerade noch einer, kannst du wieder aufmachen. Echt? Ich hab richtig Bock, ich bin ein bisschen am Arschen. Trinkhahn. Du machst aber trotzdem. Wir sind jetzt an den Gärten der Welt. Da ist der Chris. Hallo. Da sind die zwei Süßen, die ich schon angekündigt habe. Warum hast du sagst du mir nicht? Habe ich gesagt, in meinem Video habe ich gesagt, ich markiere die, weil die sind krass. Ich weiß auch gar nicht, was ich sagen soll. Es ist ein Garten, ne? Also mehrere. Kuss geht raus. Da können wir rutschen. Wow. Wow. Ich bin halt ein richtiger Schisser, was das angeht, ne? Einmal meine Ex-Freundin Riesenrad fahren, das war beängstigend. Beängstigend, oder? Sehr beängstigend. Ich find's sexy. Findest du die Gondel? Naja, also eigentlich cool, aber so ein bisschen... Ist halt eine Gondel, da kann man nicht viel zu sagen. So Meinungen sind ja nicht so... Da sind nicht so viele Meinungen dazu da. Freunde der Sonne. Wir sind einfach in der Seilbahn. Wow. Ist gar nicht so schlimm, oder? Ist euch voll? Nee, jetzt ist ganz geil. Ein süßer Ausblick. Ich finde das schon schlimm. Immerhin sterben wir in Berlin. 6,90 Euro dafür, das ist in Ordnung. Ich finde es auch schön, dass man manchen gar nicht sitzen kann. Wow. Ja, dann lass uns doch mal nach da gehen. Was sagst du dazu, Chris? Historische Kulturgut. Nein. Gefällt mir sehr gut. Okay. Auch ein Stück weit, sagt Bescheid, ne? Das ist halt so. Wow. Ich muss sagen, es ist kalt. Ich habe Handschuhe bekommen von Rebecca. Guck mal, das ist The Rose. Du sollst ja nicht hoch. Ja, safe. Rebecca ist unser Guide. Ich hatte den Überblick, Leute. Die Mutti hatte den Überblick, ich sag's euch. Ja, das ist doch besser. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das ein englischer Garten ist. Ja, wir gehen jetzt in den baltastischen Garten aus dem Tropenhaus. Chris, Alter, ich mache ein Intro. Das ist wohl warm da drin und tropisch und ihr kriegt jetzt ein paar Beauty-Shots. Arschloch. Ja, ihr Arschlöcher. Ach, es schlägt schon wieder. Könnte aber schon schön sein im Sommer. Aber ich habe jetzt Angst, dass ich das nicht. Ja, das ist ja innerlich. Ich gehe gerade auf Flammen. Ich wollte irgendwie viele Fusionszentren. Chinesisch, Chris. Du ungebildetes. Also hier ist es natürlich alles offen, ne? So, ne? It is what it is. It is what it is. Chris, wir sind hier nicht zum Pausen, ja? Du Pauser. Ja. Er war auf jeden Fall, hat sich immer eingeschissen, wenn es auf Brücken zuging. Wir sind jetzt in einem Ehegarten, labyrinthmäßig. Und jetzt gucken wir mal, ob wir uns hier direkt verirren oder durchkommen. Was sagst du dazu?
Ja, wie verliert denn da? Seit 3 Tagen. Ja. Nichts zu essen und zu trinken. Was ja. Mensch ging? War wieder zurück. Waren in diesem schrecklichen Irrgarten. Der Irrgarten war fantastisch. Also, Irrgarten kriegt von mir eine 1 von 10. Eine 2 von 10. Er war auf jeden Fall irreführend. Nee, der war eigentlich gut. Aber es hat keinen Spaß gemacht. Ja, wir fahren auf jeden Fall jetzt wieder zurück und dann gehen der Chris und ich noch was essen und die 2 Guten, die müssen leider gehen. Yes, sir. Ja. Aber es war lustig. Und wir sehen uns bald wieder. Wir 2 sehen uns sowieso bald wieder und wir sehen uns sowieso bald wieder. Ja. Wir sehen uns wieder. wir sehen uns wieder. Ja. Ja, die letzte Stunde hat angebrochen. Hier. Die letzte Stunde. Ich trinke jetzt nur noch einen Kaffee. Der Kaffee, der riecht fantastisch. Ja. So, ich bin jetzt angekommen in Köln. Ich treffe mich jetzt noch mit Melina. Die 4 Stunden gingen schneller rum als gedacht. I'm very happy. Es hat sich angefühlt wie eine Stunde, bin ich ehrlich. Ja. Das Wochenende war geil.